Wir wischen heute. Das heißt, wir machen unseren Körper fit und gleichzeitig die Wohnung sauber. Und das gleich sehen, wie das Ganze geht. Du benötigst dazu entweder Teppichfliesen, vielleicht liegen so Teppichreste bei dir zu Hause rum, oder ganz praktisch diese Allzwecktücher, Haushaltstücher, die gibt es überall für nicht mal 1 Euro zu kaufen. Ja? Also schnell zu haben und es ist ein sehr gutes Trainingsgerät, das du nachher sehen. So, ich habe hier schon ein paar ausgepackt, sehen so aus. Man kann sie auch kleiner schneiden, aber ich nehme sie jetzt heute mal so im Ganzen. So, sowas bräuchtest du, dann kannst du das Video gut mitmachen. Okay? Mit diesen Tüchern kann man den ganzen Körper trainieren. Das ist also eine ganz tolle Sache. Man kann was fürs Gleichgewicht tun und auch Kraft trainieren. So, wir legen gleich los. Wir stellen uns mit jedem Fuß auf ein Tuch, zwar schön mittig drauf. Ja? Erste Übung ist Skaten. Wir haben nicht viel Platz, das heißt, wir machen das auf der Stelle. Es geht ein Bein einfach vor. So, jetzt rutschen wir vorn zurück, wechseln. Aber ohne zu springen, sondern immer am Boden entlang. Zack, und nimm immer die Hände ein bisschen mit. Das heißt, da wo das Bein hinten ist, geht die Hand vor. Immer die Hände mitnehmen. Von der Seite sieht es dann so aus. 1, 2, ganz lange Bewegungen. Am Anfang noch vielleicht kürzer. Dann kannst du die Bewegung größer machen. Immer die Hände mitnehmen. Genau, also muss man ein bisschen an diese Tücher gewöhnen. Du brauchst natürlich einen glatten Boden. Ja. Auf dem Teppichboden geht es nämlich nicht. Entweder Fliesen oder Parkett, Laminat oder irgendwas Glattes. Genau, und es geht. So, wenn man das schnell ein bisschen schwieriger haben will, nehmen wir die Hände jetzt hier vom Körper zusammen und es ist ein bisschen schwieriger, das Ganze auszugleichen. Wer es noch schwieriger haben möchte, machen wir die Augen zu und probiert das mal mit geschlossenen Augen. Also das Gleichgewicht halten wir ein klein bisschen schwieriger wieder. Genau. Wer viel Platz hat zu Hause, der kann natürlich auch ein bisschen im Raum sich mit den Teppichfliesen oder den Tüchern bewegen. Gut, nächste Übung. Wir kreisen mit den Beinen, soweit wir können. Wir stehen jetzt einfach locker auf diesen Fliesen oder auf den Tüchern. Jetzt nehmen wir das linke Bein nach vorne und soweit es geht, um das rechte Bein rum, ohne dabei umzufallen. Jetzt irgendwann ist Schluss. Ja? Jetzt gehen wir wieder zurück, ein bisschen in die Knie gehen und jetzt in die andere Richtung, soweit ich schaffe. Genau, vorne rum, hinten rum und wieder zurück. Jetzt kommt das andere Bein, jetzt kommt das rechte Bein mal dran, vorne rum. Versuchen den Körper möglichst gerade immer zu lassen, nicht zu sehr verbiegen. Die Beine machen die Arbeit jetzt. Arme kannst du ein bisschen mitnehmen, hier beim Skaten. Vorne. Und dann kann man jedes Mal wechseln. 1, 2, wechseln. 1, 2, wechseln. 1, 2, wechseln. 1, 2, wechseln. Dann kann man ein bisschen mal runter gehen, mal ein tiefer das Ganze machen. Okay, gut, das war die Übung. Kannst du mir öfters machen zu Hause. Pause drücken, ein bisschen weiter üben. Ich erkläre nur immer gleich recht schnell die nächste dann. So, nächste Übung ist Käfer auf dem Eis. Und das zeige ich jetzt von der Seite. Ich bin immer noch auf den beiden Fliesen. Und jetzt gehe ich in den Bärenstand. So heißt das hier, der Bärenstand. Und jetzt bewege ich immer ein Bein nach hinten gestreckt, ganz raus, richtig schnell. Jetzt kommt das Bein her und das andere geht dafür raus. Wechsel. Genau, das Bein richtig zackig. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Wer schwieriger haben will, der baut einfach nur Liegestütz ein. Das heißt, der 1, 2, geht zurück, Liegestütz. Dann wieder 1, 2, zurück, Liegestütz. 1, 2, wechsel, Liegestütz. 1, 2, zack, wechsel, Liegestütz. Okay? Also da kann man sich wirklich auspowern bei der Übung. Jeder kann das auf sein Niveau machen. Das heißt, wenn es so schwer findet, der macht es halt so ein kleines bisschen. Oder er geht den Unterarm stütz, dann ist es nochmal ein bisschen leichter. Okay? Also du siehst, du kannst es immer ein bisschen steigern dann. Gut, nächste Übung ist der Schulter-Twist. Jetzt gehen wir auf die Knie und jetzt kommen die Hände auf die Fliesen drauf. So, jetzt legen wir uns ein bisschen vor. Ich zeige es mal von der Seite. Also nicht so, sondern schon ein bisschen vorlehnen. Und das ist jetzt wirklich, jetzt können wir schon putzen.
zu Hause, gell? Gleichzeitig. Jetzt kommt eine Hand unter der anderen durch und die andere kommt vor, also die verdrehen sich jetzt. Soweit es geht, merkst du in deinen Armen die Spannung. Jetzt gehen wir zurück und jetzt genau andersrum. Jetzt geht die blaue hier oben rum und die grüne unten rum. Jetzt wechsle ich wieder. Oben grün und blau. Wechsel. Ich mache es mal nach vorne nochmal. Richtig so weit vor, dass man es gerade noch schafft. Dann wieder zurück. Weit vor, ich will ja viel putzen hier. Ja? Darum ist hier auch noch so schön sauber. Genau. Und schön rum, merkst du an den Schultern ziehen. Genau. Jawohl. Das ist der Schultertwist. Gut, das kannst du natürlich auch so oft machen, wie du möchtest. Am besten durchs ganze Haus. Dann ist der Putz auch schon erledigt für heute. Nächste ist der Beintwist. Jetzt stellen wir uns wieder mit den Füßen drauf. Und jetzt machen wir genau das gleiche mit den Beinen. Jetzt sind die Hände entweder in der Liegestützposition oder Unterarmstütz. Ja, ich meine den Unterarmstütz. Und jetzt geht ein Bein durch das blaue Buch unten rum und das grüne geht in die Gegenrichtung. Jetzt wechsle ich in das grüne unten rum. Erstmal nicht so weit, das ziemlich anstrengend. Wechsel, blau unten durch, zurück. Wechsel, grün unten durch, zurück. Ja? Und jetzt, wenn man das gut kann, kann man nicht weitergehen, dann ist es noch anstrengender. Umso weiter ich mit dem Bein durchtauche, umso schwieriger ist es dann, wieder zurückzukommen. Genau, optimal ist dann, wenn das Bein wirklich parallel zu Boden ist. Also dann gerade wie beim Boden, dann ist es am allerschwersten. Das muss man ein paar Mal üben. Ja? Gut, dann gehen wir wieder hoch und fertig. Jetzt machen wir eine Übung für die Rücken oder für die Rückseite vom Körper, vor allem für die hinteren Oberschenkel. Das heißt Rückenschwimmen, auch wenn es jetzt nicht unbedingt wie schwimmen ist, aber ich gehe auf den Rücken. Jetzt kannst du die Hände mal ablegen, jetzt sind die Fersen auf den Tüchern. So, jetzt drehen wir die Hüfte hoch, ganz hoch, Popo hoch, jetzt ein Bein strecken. Und jetzt ziehen wir das wieder her, jetzt kommt das andere. Genau. Und immer im Wechsel. Strecken, jetzt ziehen. Strecken, jetzt ziehen. Strecken, jetzt ziehen. Jetzt merkst du es an der Körperrückseite. Rücken, Gesäß, hintere Oberschenkel. So haben wir eigentlich fast jetzt den ganzen Körper trainiert mit den Handübungen. Wenn du schwieriger haben möchtest, Arme weg oder mit den Armen sogar Bewegungen mitmachen. Genau, dann ist es noch schwieriger, kannst du die Augen zumachen noch. Genau. So kann man es immer steigern, das Ganze. Und stopp. Gut. Also du siehst, mit so ein paar Tüchern kann man auch gute Übungen für zwischendurch machen. Man braucht keine teuren Geräte kaufen. Dann viel Spaß beim Nachmachen. Heute machen wir ein kurzes Rücken-Fitness-Programm für zwischendurch. Wenn du lang sitzen musst, lange arbeitest, es ist gut, zwischendurch nochmal ein bisschen was für den Rücken zu tun, denn das lange Sitzen ist nicht gut. Und deshalb habe ich ein paar Übungen für dich, die du immer zwischendrin ohne besondere Geräte machen kannst. Manche kommen dir vielleicht schon bekannt vor, andere vielleicht nicht. Und heute machen wir mal das ganze Programm durch. Ja? Gut, erstmal lockern wir uns ein bisschen auf. Bisschen die Hüfte, bisschen locker machen, bisschen auf und ab, bisschen vor und zurück. Nochmal die Hüfte. Und dann schütteln wir nochmal alles. Genau. So, jetzt stellen wir den Schulterbreit hin, das heißt, deine Füße sind genau unter den Schultern. Wir gehen ein bisschen in die Knie, stehen ganz locker, das ist die Grundposition. Ganz locker stehen. Und aus der Position machen wir jetzt verschiedene Übungen für die Wirbelsäule, für die kleinen Muskeln zwischendrin. Ja? Wichtig bei der Übung ist, dass wir die alle langsam und in Ruhe machen. Wir machen keine schnellen Bewegungen. Erste Übung ist die Medaille. Das heißt, du stellst dir vor, du hast eine tolle Medaille gewonnen aus purem Gold und die ist richtig schwer. Und die zieht dich jetzt vorne Richtung Boden. Du gehst also langsam nach unten, die Beine bleiben gestreckt. Ich zeige es jetzt von der Seite. Und du lässt dich einfach von der schweren Medaille Richtung Boden ziehen. So lange wie es geht, also bis du merkst, jetzt kann ich nicht mehr weiter. Lass dich schön von dem Gewicht nach unten ziehen. Und jetzt ist irgendwann der Punkt erreicht, an dem es nicht mehr weitergeht. Jetzt lässt du einfach mal kurz locker, lässt dich hängen. Genau, einfach hängen lassen. Wie ein Faultier.
Genau. Jetzt zieht es ein bisschen nach hinten in den Beinen. Das ist auch gut. So, das halten wir eine ganze Zeit lang, für 10 Sekunden. Und dann gehen wir langsam hoch. Und das ist jetzt wichtig, nicht einfach schnell hochreißen, das ist nämlich schlecht für den Rücken, sondern die ganzen kleinen Rückenmuskeln sollen arbeiten. Und jetzt gehen wir ganz langsam wie ein Zeitlupe hoch. Die Medaille ist schwer, das geht nicht so schnell. Du nimmst deine ganze Kraft zusammen und gehst langsam wieder hoch. Lass dir da wirklich einige Sekunden Zeit. Langsam wieder aufrichten. Und jetzt gehen wir wieder in die gemütliche Grundposition. Genau. Jetzt kommt die Medaille Teil 2. Das heißt, die Medaille packen wir jetzt nach hinten auf unseren Rücken. Und jetzt zieht ihr uns nach hinten runter. Jetzt gehen wir ganz langsam die Rückenlage. Das ist ein bisschen schwieriger. Es geht nicht so weit. Aber mal probieren, schauen, wie weit du kommst und dann halten, wenn du es gerade noch halten kannst. Nicht umfallen, genau, halten, auch wieder ungefähr 10 Sekunden. Die Spannung spüren, da hinten ist jetzt alles angespannt. Ja? Dafür wird jetzt der Bauch so ein bisschen gestreckt. Und das halten wir. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Und jetzt wieder langsam in Zeitlupe. Medaille wieder hochziehen und wir richten uns wieder auf und locker, genau, zum Medaille weg. Jetzt kommt die nächste Übung, wir sind wieder in der lockeren Position. Jetzt kommt die Palme verbiegt sich links und rechts, aber der Wind weht von einer Seite, jetzt fangen wir an, der Wind weht von dieser Seite, von links und wir verbiegen uns nach rechts. Jetzt gehen wir nur zur Seite. Nicht nach vorne, nur zur Seite. Genau, so weit wie es geht. Und jetzt zieht es hier im seitlichen Bereich. Genau, und das halten wir. Das spüren wir, den Zug, das ist gut. Und jetzt wird deine Wirbelsäule seitlich verbogen. Genau, halten. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Und jetzt gehen wir langsam wieder hoch und wieder locker in die Grundposition. Gut, jetzt gleich von der anderen Seite. Jetzt wird der Wind von rechts und wir gehen nach links. Zur Seite verbiegen, halten, 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 den Zug spüren, die Dehnung spüren, aushalten. 5, 4, 3, 2, 1 und wir gehen langsam wieder hoch. Wenn ich da Zeit nehme, recht schnell hoch, das ist ganz wichtig. Und locker, genau. Okay, die nächste Übung ist die Krone. Stell dir vor, du hast eine schöne Krone auf dem Kopf, bist ein König oder Königin, du möchtest die Krone zeigen. Wir sind jetzt in der lockeren Position. Ich zeige das jetzt mal von der Seite. Hier bin ich so ein bisschen in den Knien. Jetzt strecken wir die Beine da durch. Jetzt schieben wir die Hüfte ein bisschen vor, machen es ganz gerade. Und jetzt machen wir die Wirbelsäule lang. Ich gehe nicht auf die Zehenspitzen, trotzdem kann ich mich hier strecken. Stell dir vor, du wirst nach oben gezogen. Ganz strecken, ohne auf die Zehenspitzen zu gehen. Genau. Jetzt die Brust raus, richtig stolz, ein stolzer König oder eine stolze Königin. Und jetzt machen wir den Hals auch noch lang. Die Nase geht ein bisschen hoch. Und jetzt strecken wir uns komplett durch und zeigen die Krone. Halten. Du merkst jetzt hinten in deiner Wirbelsäule einen Zug. Ja, das wird jetzt alles gestreckt. Wie wenn du auseinandergezogen wirst. Genau. Jawohl, dann halten. Das ist wichtig. Halten, 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 halten. Das ist eine gute Übung auch für die Bandscheiben, die zwischen den Wirbeln liegen. Genau, die werden jetzt wieder schön versorgt mit frischen Nährstoffen. Das ist also eine sehr gesunde Übung. Das sollte man immer mal zwischendurch machen, gerade wenn man lange sitzen muss. Halten, 5, 4, 3, 2, 1 und wieder langsam locker lassen und in die Grundposition. Sehr gut. Nächste Übung ist die Schraube. Das zeige ich jetzt. Verkettung mit dir zusammen. Wichtig ist, dass du nach vorne schaust. Ja? Erstmal einen Punkt an der Wand suchst und dann bleibt dein Kopf jetzt. Der Kopf bleibt gerade, die Schultern bleiben gerade. Jetzt hast du hier die Hüfte.
Ja? Hier merkst du deine Knochen, Hüftknochenbecken, und das kann man auch verdrehen. Jetzt drehen wir die Hüfte nach links, nur die Hüfte. Hier nach links hinten, so weit wie es geht. Die Füße bleiben fest am Boden. Die Schultern bleiben immer noch gerade, der Kopf auch. Ich schaue immer noch auf einen Punkt an der Wand. Erst jetzt, wenn ich das eine Weile gehalten habe, kommen die Schultern. Die linke Schulter geht zurück, die rechte Schulter geht vor. Hüfte bleibt verdreht, Schultern sind jetzt auch verdreht, so weit wie möglich. Der Kopf ist immer noch gerade. Halte. Und erst jetzt kommt auch der Kopf, auch nach links, so weit wie möglich. Jetzt sind wir komplett verdreht in die Schraube. Das kennt man schon, die Übung. Das ist eine sehr gute Sache. Und jetzt lassen wir das auch wieder eine Weile so. 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt lassen wir nur die Hüfte locker und der Rest kommt automatisch mit. Die Hüfte locker und der Rest kommt mit. Die Hüfte wieder komplett locker. Genau. Jetzt machen wir es gleich auf die andere Seite. Wir schauen gerade aus. Wir haben hier wieder unsere Hüfte, Schulter, Kopf. Drei Teile, die wir verdrehen können. Jetzt kommt die Hüfte rechts nach hinten, hier rechts zurück. Es geht nicht so weit, aber so weit wie möglich. Dann halten. Kurz halten. Jetzt sind die Schultern dran. Rechte Schulter nach hinten, linke Schulter nach vorne. Halten. Kopf ist immer noch gerade. Und jetzt auch den Kopf rechts umdrehen, so weit wie möglich, ganz weit. Jawohl. Halten. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Du willst wieder nur die Hüfte locker lassen, der Rest kommt automatisch mit. Genau. Super, auch noch ein bisschen auslockern nochmal. Hüfte und auf ab. Und nur die Schulter nochmal auf ab. Und jetzt machen wir es nochmal ganz groß, gehen auf die Zehenspitzen. Jetzt darf man auf die Zehenspitzen. Ganz strecken, einatmen, Nase ein. Und jetzt gehen wir runter, Mund aus. Genau. Und noch einmal auf die Zehenspitzen, Nase ein, ganz groß machen und Mund aus. Und noch einmal, alle guten Dinge sind drei, auf die Zehenspitzen, Nase ein und Mund aus. Genau. So, die Übung ist super für zwischendrin, dauert nicht lang, kann man jederzeit überall machen, man braucht wenig Platz. Und dein Rücken ist wieder gestärkt und du kannst wieder weiterarbeiten. Gut, viel Erfolg beim Nachmachen. Ich werde dir heute 10 Grundsprünge zeigen. Manche sind leichter, aber es sind auch schon ein paar schwierigere Sprünge dabei, sodass für jeden noch ein bisschen was dabei ist. Du kannst also entweder ganz normales Stoffseil nehmen, irgendein Seil, das du zu Hause hast. Oder für die Profis, die können sich aus so einer Speed Rope, also so einem Kunststoffseil, nehmen. Mit dem kann man dann noch schneller springen. Es kann aber manchmal ein bisschen auch auf der Haut brennen, wenn man es aus Versehen irgendwo draufkriegt. Ja? Aber das ist ganz egal, das wäre es sein. So, bevor wir loslegen, Seilspringen ist sehr anstrengend, machen wir ein paar Aufwärmübungen. Und zwar erstmal kurz für die Handgelenke. Wir nehmen das Seil in der Hälfte, nochmal in der Hälfte. Ja? Jetzt nehmen wir den Arm, ich nehme jetzt mal den Arm an die Seite, der Ellbogen, der Oberarm ist am Körper. Und ich versuche jetzt nur aus dem Handgelenk das Seil zu drehen. Ich mache so keine große Bewegung mit dem ganzen Arm, sondern nur aus dem Handgelenk. Das muss man aber ein bisschen üben, wenn du das gut kannst, ist das Seilspringen dann eigentlich schon leichter. Ja, also richtig, stell dir vor, du sitzt im Auto und das hier ist der Reifen, der neben dem Auto läuft. Genau. Jetzt machen wir den Rückwärtsgang. Das gleiche rückwärts. Und dann kommt es so richtig, da Tempo drauf zu kriegen. Genau, wichtig ist neben dem Körper, nicht hier vorne, sondern neben dem Körper. Denk an das Rad, an den Reifen beim Auto. Okay, Handwechsel. Oberarm am Körper. Und jetzt nur aus dem Handgelenk nach vorne drehen. Genau. Es ist ganz wichtig, dass wir locker im Handgelenk sind, sonst wird es später schwierig. Seilspringen soll locker funktionieren, nicht mit Gewalt. Und jetzt rückwärts und versuchen wir ein bisschen Tempo drauf zu kriegen. Genau. Oh, das ist schon mal ganz wichtig. So, jetzt brauchen wir natürlich auch die Beine und die Waden und die Fußgelenke und die wärmen jetzt auch ein bisschen auf. Ja? Das heißt, wir gehen jetzt auf die Zehenspitzen, machen es ganz groß.
Jetzt gehen wir auf die Fersen. Dann wieder auf die Zehenspitzen, auf die Fersen. Immer im Wechsel. Zehenspitzen, Fersen. Zehenspitzen, Fersen. Zehenspitzen, Fersen. Zehenspitzen, Fersen. Zehenspitzen, Fersen. Okay, immer ein Bein hoch. Jetzt kreisen wir den Fuß, dass das Gelenk ein bisschen aufgewärmt wird, dass wir ihn jetzt nicht verletzen. Wenn das Springen schon sehr intensiv ist. Seitenwechsel, Richtungswechsel. Genau. Und jetzt gehen wir vor zurück. Den Fuß auf ab. Jawohl. Und jetzt wechseln. Und kreisen. Und Richtungswechsel. Und vor zurück. Okay, und auslockern. Ein bisschen auf den Ballen springen. Genau, das ist ganz wichtig, wenn wir jetzt da loslegen, dass wir auf den Ballen springen und nicht den ganzen Fuß so jedes Mal am Boden stampfen. Weil wir haben gar nicht so viel Zeit. Wir bleiben locker hier. Okay? So, dann fangen wir an, nimm dir dein Seil. Wichtig ist bei der Länge vom Seil, wenn du dich draufstellst, sollte das Seil ungefähr bis zu deinen Schultern gehen. Ja, nicht höher, dann wird es zu lang und so wäre es auch zu kurz. Also ungefähr Schultern. Ja, das wäre optimal. Gut, wir fangen an mit dem Basic Jump, also dem Grundsprung. Wir gehen mit beiden Beinen gleichzeitig. Jetzt denk wieder an deine Oberarme. Wir schwingen das Seil über den Kopf und ganz locker. Wir machen es langsam. Ich kann das Seil langsam schwingen, dann habe ich mehr Zeit. Immer wenn ich das Seil vor mir sehe, dann springe ich. Okay? Nicht zu früh springen, sonst bleibst du hängen. Dann habe ich auch nicht zu spät. Und wer das gut kann, macht das ein bisschen schneller. Das schwingt schneller. Und du siehst schon, im Abend bewegt sich kaum eigentlich nur die Handgelenke. Genau. Und wenn es gut klappt, kann man ohne Zwischenhüpfer das Ganze machen. Das heißt, man geht es immer durch. Ganz locker. Oberkörper bleibt immer gerade. Genau. Und stopp. Du kannst dich hier Pause drücken und das jetzt erstmal üben und das Video jederzeit weiterlaufen lassen. Okay? Ich mache jeden Sprung nur kurz. Das heißt nicht, dass du in der kurzen Zeit dann können musst. Okay? Nächster Sprung ist der Jogging Step. Das heißt, hier wenn wir joggen. Nur, dass wir auf der Stelle joggen und gleichzeitig jetzt das Seil schwingen. Also ich hüpfe eigentlich immer erst mit einem Bein rüber, dann mit dem anderen. Genau. Nur auf der Stelle laufen. Und das heißt auch Jogging Step. Jawohl. Ganz locker das Ganze. Und hier kannst du jetzt mal langsam schwingen, dann hast du mehr Zeit. Oder wenn natürlich das Ganze sehr schnell machen. Das kommt darauf an, wie gut das schon klappt. Das ist also der Jogging Step. Gut, nächstes ist der Forward Straddle. Das heißt, zeigst du von der Seite die Beine, wechselst sie jetzt immer ab. Schrittstellung vorwärts. Und umso weiter du vorgehst, umso schwieriger wird es. Also am Anfang vielleicht nur so ein bisschen. Und später kann man das dann weitermachen, dann wird es schwieriger. Ansonsten, genau wie der Basic Jump, nur dass wir immer ein Bein weiter vorne haben. Und immer beim Hüpfen wechseln gehen. Und das andere Bein vor. Einmal, erst wieder langsam, dann können wir die auch schnell und inzwischen sofort durchspringen. Gut, Nummer 4, Side Straddle. Das heißt, dass ich jetzt immer die Beine auseinander bewege und am nächsten Sprung wieder zusammen. Wieder Sprung auseinander, Sprung zusammen. Auch hier, umso weiter auseinander, umso schwerer. Okay? Also erstmal nicht ganz so weit, locker. Langsam schwingen, auseinander, zusammen. Auseinander, zusammen. Dann kann man mal weiter machen, wenn man will. Genau. Oder man macht dann ohne Zwischen. Das ist bei jedem Mal sofort auseinander zusammen. Okay, das ist also der Side Straddle, also zur Seite geht es raus. Nächster Sprung ist der Skier-Sprung. Das heißt, du stellst dir vor, du hättest dir eine Linie am Boden und würdest immer links und rechts über die Linie springen. Wie beim Skifahren, wenn man die Ski parallel hat und schön in den Hang runterwedelt, so ist eigentlich die Bewegung. Okay? Ich fange auch wieder langsam an, rüber langsam, warten, rüber, immer seitlich, aber die Beine sind jetzt zusammen. Langsam erst, Zwischenhüpfer oder kurz federn und dann kann man natürlich schnell machen, sofort weiterspringen. Genau, Oberkörper gerade lassen. Das ist der Skier. Hier
Deswegen kann man hier auch einen auseinanderspringen. Aber nur kurz. Genau. Und stopp. So, Nummer 6. Der Sprung heißt Can-Can, also das sind alles so englische Begriffe. Hier ziehe ich immer ein Bein hoch. Ja, so wie da gibt es ja bestimmt auch so einen Tanz, der so geht, gell? Das heißt, immer wenn ich springe, ein Bein hoch. Umso höher, umso schwieriger. Okay, zeig's mal. Hoch, hoch, hoch. Meinst du, so inzwischen musst du noch anfangen, nicht zu schnell, so richtig das Bein hochzuziehen. Eigentlich ist es wie das Jogging-Step. Nur dass das ein Bein richtig nach oben schwingt. Wenn es klappt, dann auch wieder ohne Zwischen. Und das Bein nicht höher machen. Ja, mal. Gut, dann schön mit Variante. Nächster Sprung, das ist ein bisschen was Entspannteres. Ich schnaufe auch schon, das Seilspring ist sehr anstrengend. Der Side Swing. Das heißt, wir schwingen jetzt. Erstmal hilft gar nicht. Beide Hände haben das Seil in der Hand, die bleiben auch auseinander. Wenn ich jetzt nach links gehe, bleibt es so. Jetzt, wenn ich nach rechts gehe, überkreuzen die. Okay, man kann es andersrum machen. Eine Seite bleiben die und auf der anderen Seite überkreuzen. Also ich schwinge einmal das Seil links neben mir und einmal rechts neben mir am Boden. Es berührt also links den Boden und rechts, aber ich springe nicht. Genau. Dann kann man sich mal das hier ausruhen. Aber das muss man alles mal üben, bis es klappt. Und da ist auch die Gefahr, dass sich das Seil so ein bisschen verheddert. Also schaut, dass es immer schön hier auseinander bleibt, dass wir nicht zu nah zusammenkommen. Das Seil soll immer so sein, stell dir vor, als würde da jemand Unsichtbares durchspringen. Genau. So, und wenn du wieder zurück bist, nach links, rechts und jetzt springe ich selber wieder rein. Dann kann ich ein paar Mal einen Basic Jump machen zum Beispiel. Dann wieder Pause drauf, schwinge ich wieder, Side Swing. Also schwinge seitlich vorbei. Schau mir die Hände genau an. Einmal muss ich sie parallel lassen, also nebeneinander. Einmal muss ich sie überkreuzen. Und darauf an, welche Seite du das machen willst. Dann immer nach dem Überkreuzen kann ich wieder reinspringen. Und wieder weitermachen. Jetzt kommen wir auch schon zum nächsten Sprung, der Half Turn, also halbe Drehung. Das heißt, wenn ich jetzt springe und Basic Jump, dann mache ich links bei mir jetzt, geht natürlich auch rechts. Erst kommt immer Arme offen und jetzt schwinge ich und drehe mich hinterher. So, und jetzt kann ich mit rückwärts springen. Okay? Ich zeige es nochmal. Ich springe nochmal vorwärts. Irgendwann, wenn ich sage, ich möchte das machen, muss ich links springen. Ich kann jetzt nicht anfangen und lasse mal ein paar Momente zum Punkt. Aber es geht nur dann, wenn die Arme offen sind. Okay, also jetzt bin ich soweit. Ich drehe, jetzt springe ich rückwärts weiter. Jetzt will ich irgendwann wieder zurück. Muss ich das Seil oben lassen, drehen und dann kann ich wieder reinspringen. Das ist ein bisschen schwierig. Ja, springen, schwingen. Und wenn die Hände offen sind, nicht überkreuzt, sondern jetzt offen, kann ich mich mitdrehen, rückwärts springen und kann wieder zurückdrehen und wieder vorwärts springen. Okay, das ist jetzt ein bisschen üben, aber es ist eine coole Sache, das Ganze. So, jetzt kommen dann noch zwei schwierige Sprünge, so Profisprünge. Das eine ist Criss-Cross, das mache ich jetzt mal ohne Seil. Das heißt, ich springe und beim drüberhüpfen überkreuze ich die Arme wie ein X. Criss-Cross heißt das. Und dann mache ich sie wieder auf. Okay, machen wir nur so. Kreuz, auf. Kreuz, auf. Kreuz, auf. Kreuz, auf. Und das muss man ganz schnell machen. Ja? Das heißt, ich springe jetzt, Basic Jump. Und jetzt, wenn das Seil oben ist, dann mache ich es ganz schnell. Zu auf. Kreuz auf. Kreuz auf. Kreuz auf. Ich muss also oben schon anfangen mit der Bewegung, sonst schaffe ich es nicht gleichzeitig drüber zu springen. Kreuz auf. Kreuz auf. Das muss man ein bisschen langsam, aber schwierig langsam. Kreuz auf. Und jetzt muss ich springen. Ja? Kreuz auf und dann muss ich springen. Kreuz auf, springen. Genau. Auch das muss man ein paar Mal üben, bis es halt nicht klappt. Letzter und schwierigste Sprung Nummer 10, Double Under. Das heißt, zweimal durchschwingen, obwohl ich nur einmal springe. Im Basic Jump. Das ist echt schwer. Da muss das richtig locker sein im Handgelenk, sonst geht das überhaupt nicht. Und am besten geht es mir mit diesen Speed Ropes, mit dem Kunststoff sein. Ja, ich probiere es mal. Das heißt, ich springe jetzt erstmal zweimal normal. Und wenn ich diesen Double Under mache, werden sie richtig schnell werden. Okay?
heißt, zweimal ganz schnell. Man muss ihn wirklich aus dem Handgelenk. Dann kann ich wieder noch springen. Und wieder schnell. Genau. Für die Profis, die können das dann mehrmals hintereinander gleich machen. Okay? Gut. Ich denke, da war für jeden was dabei. Fang langsam an, selbst vor allem, wenn du es noch nicht so oft gemacht hast. Für die, die schon öfters Seilgesprungen sind, die können sich natürlich dann steigern und die Sprünge schwieriger machen. Also, viel Spaß beim Ausprobieren.